Meine Freunde, ich habe mir pinke Zöpfe flechten lassen, passend zu meinem T-Shirt. Ich finde das irgendwie sehr, sehr cool und jetzt muss ich morgens nicht immer meine Haare machen, sondern sie sind halt schon gemacht. Ich wollte das früher als Kind immer haben, aber ich habe es irgendwie noch nie gemacht. Und jetzt ist der Moment. Pink Hair, Jenny. Okay, wir sind jetzt bereit, um auszuchecken. Wir haben alles schon gepackt. Hier steht unser ganzes Zeug um. Und ich drehe euch jetzt noch eine Roomtour, was am Tag ziemlich schön ist. Und wir sind ja nachts angekommen und da habe ich jetzt nicht filmen können, weil es halt einfach zu dunkel war. Okay, man kommt hier rein. Hier steht dann so Wasserkocher, Kaffeemaschine und gratis Wasser und so. Safe hat man und hier kann man Sachen aufhängen. Koffer abstellen. Einen Fernseher haben wir und ich finde diese Ecke hier auch so, so cool. Und ja, da liegen jetzt schon unsere dreckigen Handtücher und es war vorher alles noch viel ordentlicher. Dann hier unser Spiegel und der hat hier auch so ein richtig cooles Influencerlicht für mich. Perfekt. Hier im Waschbecken und hier kann man jetzt dann schon rausschauen, weil wir haben hier so einen kleinen Balkon. Das Bad finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Die Dusche. Toilette. Und hier ist noch unser Bett. Das war's. Wir fragen jetzt nach, ob wir hier in der Hotellobby noch ein bisschen bleiben können, weil unser nächster Check-in ist erst in 3 Stunden. Ne? Wir können halt dann erst in 3 Stunden ins nächste Hotel und es ist aber irgendwie nur 20 Minuten entfernt von hier. Und wir müssen so mit den Rucksäcken die ganze Zeit rumlaufen. Wir haben gerade nach was zum Essen geschaut. Ich tue mir hier wirklich sehr, sehr schwer mit dem Essen, weil ich habe ja immer noch meine Magenschleimhautentzündung, die leider bei mir sehr ausgeprägt ist. Deswegen ist die Behandlung innerhalb von 2 Wochen leider auch nicht abgeschlossen, sondern das kann ganz viele Wochen bis Monate dauern und ich habe echt keinen Bock drauf. Es gibt so viel Leckeres zu essen hier, weil ich einfach nicht essen darf. Wir haben uns jetzt ein Taxi geholt, weil wir hier irgendwie schlecht hin und her kommen. Deswegen fahren wir jetzt einfach mit dem Taxi und dann fahren wir zu unserem nächsten Hotel. Meine Freunde, wir sind eingecheckt in unserem neuen Hotel und es ist ein 5-Sterne-Hotel tatsächlich. Und es ist richtig schön, unser Zimmer. Also, ich zeige es euch jetzt mal. Hier ist so die Tür. Hier haben wir mal unser ganzes Zeug abgelegt schon. Wenn man reinkommt, dann ist hier erstmal so ein Schrank. Und auf der Seite ist hier gleich das Waschbecken. Mit einem riesen, riesen Spiegel. Hier ist dann einmal das Klo. Und hier ist die Dusche. Die finde ich sehr, sehr, sehr schön. Hier ist nochmal ein Spiegel. Hier ist ein Fernseher. Und hier ist jetzt unser Bett. Das ist ein Riesenbett. Und da hinten ist sogar noch so eine Couch oder kleines Bett. Und hier geht es dann nach draußen auf unseren Balkon. Und da sitzt Jakob schon. Okay, ganz kurzer Lagebericht, was wir heute gemacht haben. Ich habe nämlich die Kamera nicht mitgenommen. Das hatte den Grund, dass es uns nicht so gut ging, schon die letzten 1-2 Tage. Wir hatten so Ohrenschmerzen beide, also jeweils nur auf einem Ohr. Und Jakob hatte halt am Ohr schon eine Operation wegen dem Trommelfell. Und deswegen sind wir vorsichtshalber heute mal zum Arzt gefahren. Es war ein deutscher Arzt tatsächlich sogar, was ganz gut war, weil dann konnte man dem so alles erzählen halt und musste nicht erst überlegen, was es auf Englisch heißt. Und es hat sich tatsächlich dann auch rausgestellt, dass wir halt eine Entzündung im Ohr haben. Die kommt wahrscheinlich von den Pools, also von dem ersten Hotel, wo wir waren, wahrscheinlich von dem Pool, weil die halt einfach nicht richtig gereinigt werden oder so, hat er uns das erklärt. Also bei mir zum Beispiel, ich habe sehr große Schmerzen. Bei Jakob geht's. Ich habe auch Schmerzmittel genommen. Wir haben jetzt Ohrentropfen bekommen. Das Gespräch mit dem Arzt und die Medikamente haben zusammen 56 Euro gekostet. Aber mit einer guten Auslandsversicherung wird das eh bezahlt. Ich bin sehr froh, dass nichts Schlimmeres ist, vor allem bei Jakob. Bei mir dachte ich schon, dass es halt einfach irgendwie so eine Entzündung ist. Und jetzt wird es hoffentlich die nächsten Tage besser. Und ja, ich ruhe mich jetzt heute noch aus. Wir gehen jetzt schlafen. Aber wir sind dann halt dann noch, wir mussten da ewig lang zu dem Arzt hinfahren, irgendwie eine halbe Stunde. Und da hat es Taxi richtig viel gekostet. Und dann dachten wir uns, wir bleiben halt einfach noch da. Und ich blende euch jetzt so ein paar Videos und Bilder mal ein, was wir so gemacht haben. Weil wir haben da irgendwie so eine Partymeile da gefunden. Aber da gab es auch richtig viel zum Essen. Haben ein bisschen was gegessen und einfach so ein bisschen die Gegend angeschaut. Waren am Strand und es war sehr, sehr schön. Und ich bin froh, dass wir das noch gefunden haben und noch ein bisschen da geblieben sind. Deswegen haben wir dann heute trotzdem ein bisschen was gesehen.
Und morgen geht es weiter nach Krabi, beziehungsweise dann in so einen Vorort. Aber wir fahren mit dem Bus, beziehungsweise mit so einem Van. Ich bin sehr gespannt, ob das alles klappt. Und ja, jetzt gehen wir schlafen, weil wir müssen morgen früh aufstehen, auschecken und dann zum Bushaltestelle, Dingsbums, Busterminal. Okay, gute Nacht. Hallo. Das ist unser Bungalow für die nächsten 2 Nächte und es sieht hier so cool aus. Ich glaube, es sind auch nicht viele Gäste da. Ich erzähle euch gleich noch eine Story und es sieht wunderschön aus. Wir haben hier auch eine Katze. Ich bin voll der Hundemensch, Jakob voll der Katzenmensch. Jetzt hat jeder 2 Tiere. Hier ist jetzt unser Schlafbereich. Und dann hier so ein Moskitonetz drüber und ein Ventilator. Und ja. Und das ist einfach unsere Aussicht. So schön. Hier meine pinken Haare weggemacht. Ich finde es schade, dass ich es nur so wenig lang drin gehabt habe. Aber da wir jetzt so komplett in der Natur sind und morgen eine Kajaktour machen und alles, die pinken Haare passen einfach nicht so zur Landschaft. Genau, deswegen habe ich es jetzt aufgemacht und die haben sich hier einfach verfärbt. Meine blonden Haare sind jetzt einfach pink. Die braunen sind ganz braun geblieben eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz cool, so einen leichten Pinkstich, wenn es wieder rausgeht. Ich hoffe, es geht wieder raus, wenn ich die Haare wasche. Ja. Wir haben jetzt hier im Camp auch schon Abendessen bekommen. Das war so lecker. Ich glaube, das war das leckerste Essen, was ich hier bekommen habe. Was ich generell halt in Thailand gegessen habe. Ich blende es euch gerne auch mal ein. Bombastisch. Wir waren heute in einem Dschungelpool, also im Dschungel dann. In einem Fluss, See, keine Ahnung was. Das war so cool. Sowas habe ich noch nie erlebt. Guten Morgen! Wir sind schon fertig, weil wir gehen jetzt gleich auf eine Kajaktour durch die Mangroven und in so Höhlen und so. Und wir lassen uns von den Einheimischen jetzt alles zeigen hier so. So findet man immer die coolsten Spots. Und es ist so schön, hier einfach aufzuwachen. Wir gehen jetzt in eine Höhle und wir haben gerade was gekauft beim Local Markt. Wasser, Chips. Mein Favorite, das schmeckt so lecker, das ist so eine Art Süßigkeit. Put all together like this, maybe. Okay. Wow. And this is possible. This is from the rib. Wir sind zurück im Camp. Heute war absolut der Abenteuertag. Wir waren halt heute ja beim Kajakfahren. Und danach haben wir noch eine Höhlentour gemacht. Und das war übel cool. Also es war aber auch sehr gefährlich, habe ich das Gefühl gehabt. Man ist wirklich
so eine steile Höhle hochgeklettert und wir haben ganz, ganz viele Sachen gesehen, zum Beispiel auch so Menschenknochen von ganz früher und dann war da halt so eine Lagune, nennt man das Lagune? So ein Höhlenpool, auf jeden Fall Wasser in der Höhle halt und da konnten wir dann reinspringen und es war unglaublich cool. Und wir haben auch einen neuen Freund gefunden, der war auch mit dabei bei der Höhlentour. Ich glaube sogar, er ist auch YouTuber oder so, ich frage ihn dann mal. Aber wir gehen dann zusammen essen zu dritt und ja, jetzt brauche ich wieder meinen Mückenspray, damit wir keine Viecher hier anlocken. Aber es sind eh erstaunlich wenige Mücken da. Es waren jetzt nur ein paar Moskitos und Mücken in der einen Höhle. Und ich wurde von 3 Fledermäusen angegriffen. Also eigentlich sind sie nur an mir vorbeigeflogen. Aber ich habe mich angegriffen gefühlt, weil ich habe schon ein bisschen Angst vor Fledermäusen. Weil wir sind da wirklich so... Also ich muss das kurz demonstrieren. Wir sind so durch die Höhle gegangen, weil hier oben halt war zu. Weil da war halt die Höhle. Es war so ein ganz enger Gang. Und dann sind hier an mir vorbei diese Fledermäuse geflogen. Und ich hatte so Angst. Ich bin ein kleiner Schisser, wenn es um Tiere geht, die nicht Hunde oder Katzen sind. So, das war's auch schon mit dem Thailand-Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, wie wir dann auf die Inseln Koh Phangan und Koh Samui gefahren sind. Das war wirklich auch traumhaft schön. Wir haben so viele Sachen erlebt und waren auch in der Elefantenauffangstation. Und es war wirklich unglaublich schön und ich freue mich schon, den Vlog zu schneiden und hochzuladen. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!